So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Das Leben in den Wäldern oder besser gesagt das Reisen durch die Wälder. Ich befinde mich immer noch. Muss das mal eben ganz kurz hier wegschmeißen. Zack, zack. Ich befinde. Gott, das Schwein wollte auch schlafen gehen. Nein, ich befinde mich immer noch auf meiner Reise. Ich habe ja beim letzten Mal die Aufnahme beendet. Nachdem ich sehr, sehr lange meinen Grabstein suchen musste. Bin dann zwischendurch schon mal ein bisschen weitergereist. Und auch schon wieder fast zu Hause. Das ist eigentlich ganz gut. Also es hat sich doch zum Ende hin sehr gezogen, weil ich auch wirklich nicht mehr viele Sachen sammeln konnte, da meine Taschen schon recht voll sind. Eigentlich war die Reise ja mal geplant um Sojabohnen. Eigentlich wollte ich eine Sojabohnenreise machen. Das war ja das primäre Ziel. So, Sojabohnen habe ich nicht gefunden. So. ich hatte gehofft, dass die in den NPC-Dörfern sind, aber irgendwie haben die nur noch Kartoffeln, Möhren und Weizen. So, auf jeden Fall bin ich dann durch mehrere NPC-Dörfer durchgelaufen. Und... Hey, hallo? Durch mehrere NPC-Dörfer durchgelaufen. Hab aber nie was Passendes, immer nur Möhren, Kartoffeln, Weizen. Das war... das war alles, was die zu bieten hatten. So, dann habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Im Internet kann man ja heutzutage fast alles nachlesen. Und habe dann gelesen, dass man, wenn man Grasblöcke mit der Eisenhacke kaputt macht, dann bekommt man ein random, dann wird da immer ein random Seed gedroppt. So, leider war es nicht random, sondern es war immer nur Weizen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile ein 64er Stack Weizen angesammelt. Und da muss ich gerade mal gucken, wo ich überhaupt hinlaufen muss. Wo bin ich denn da? Okay, ich bin noch am richtigen Weg, alles klar. 64er Stack Weizen Samen. Das war natürlich nicht das, was... Hey, Kätzchen. Das war natürlich nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte ja eigentlich Sojabohnen haben. So, und dann habe ich ein bisschen weitergelesen und im Pam's Harvest Craft gibt es verschiedene Arten von Gärten. Mal eben hier einmal ganz kurz. Garten. So, das sind nämlich diese hier. Bärengarten, Wüstengarten, Grasgarten. So, wenn man die zerschlägt, dann kommen da immer so Früchte raus oder irgendwelche anderen Sachen. So. Und dann habe ich natürlich angefangen, Gärten zu suchen. Die sind teilweise ganz gut zu finden. Teilweise aber auch nicht. So, das sind zum Beispiel Stachelbeeren, die brauchen wir nicht. Hier vorne. Das ist so ein... Das ist ein Bärengarten. So, wenn ich den jetzt mit rechts anklicke, dann wird der... wo ist er? Da, der Bärengarten. Wird der ganze Garten gesammelt. Den kann ich dann zu Hause wieder einpflanzen. Und die sollen sich dann irgendwie nach einer Zeit auch vermehren. So, ich kann den aber auch... Warte mal. Wenn er hier so steht... Mit einem Linksklick, zack, und dann kommen da so Sachen rausgedroppt. Zum Beispiel diese hier. Da sind immer verschiedene, die da rauskommen, also nicht die gleichen. Da es mehrere gibt, kommen da halt immer verschiedene raus. So. Und irgendwann kommt aus... Hallo? Kommt aus einem bestimmten Garten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher es war, kommen auch Sojabohnen raus. So.
Und das ist das, was ich bisher so alles in den Gärten gefunden habe. Ne, hier ist ein frischer Kohl, Blumenkohl, Winterkürbis, Zuckermelone, Gurke und so weiter und so fort. So, und mittlerweile habe ich auch schon 2 Sojabohnen gefunden. Und die kann ich mir dann als Samen machen und zu Hause in mein Feld anpflanzen. Genau. So, da muss ich lang. So, und ich habe mir jetzt einmal von den ganzen Gärten da so ein paar, was ich gefunden habe, mal mitgenommen. Ist das hier? Das ist auch keiner. Da ist wieder so ein Beerengarten. So, und da kam jetzt dann, ne, da war zum Beispiel eine Erdbeere drin, Traube, Brombeeren. In dem anderen waren Himbeeren drin. Dann haben wir noch wilde Karotten, die wachsen einfach so. Stoffgarten habe ich mal eingepackt. Da kommt, glaube ich, nur Wolle raus. Ne, nicht Wolle, hier Baumwolle. Ich glaube Baumwolle. So, da habe ich Gewürze, Schalotten, dies, das, jenes, Salat, Ingwer, Knoblauch und so weiter. So, und dann habe ich mir jetzt von jedem Garten, wo habe ich den jetzt reingepackt? Hier in den Futtersack. So, habe ich mir jetzt von jedem Garten, den ich gefunden habe, mal einen mitgenommen. Hier habe ich zum Beispiel einen Beerengarten, Stängelgarten, Blattgarten, Stoffgarten, Wassergarten, Kräutergarten, Grasgarten und Bodengarten. So, das sind die, die ich bisher gefunden habe. Eigentlich fehlen mir jetzt nur noch 2. Und zwar der Pilzgarten. Der ist jetzt aber nicht so interessant, weil da sind halt nur Pilze drin. Wobei Pilze kann man eigentlich auch, ja, kann man zwischendurch auch mal gebrauchen. Ne? Je nachdem, was man alles mit dem mit der Pam's Harvest Craft Mod so anfangen möchte. Und der exotische oder der Tropengarten. Wie heißt der? Wo ist er denn? Wüstengarten habe ich auch noch nicht gefunden. Kräuter habe ich, Blattgarten habe ich, Pilzgarten, wie gesagt. Alter, was war das denn für ein Vieh? Hier, tropischer Garten, den habe ich noch nicht gefunden. Wie gesagt, den Pilzgarten habe ich zwar schon gefunden, aber noch keinen mitgenommen. Da müssen wir gleich mal gucken. Die wachsen immer auf umgefallenen Baumstämmen. Und Wüstengarten habe ich noch nicht. Ansonsten habe ich jetzt alle Gärten gesammelt, die ich dann bei mir zu Hause auch nachher, wenn wir da sind, einpflanzen kann. So. So viel dazu. So, da ist wieder so ein Garten. Hier, das ist Kürbis. Kürbisgarten. Wenn wir das mal draufhauen. Zack. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen, weil ich wieder schon zu viele Sachen habe. Mal gucken, ob wir was wegschmeißen können. Zack. So, da war zum Beispiel eine Gurke drin, Zucchini und Winterkürbis. Habe ich alles schon, von daher nicht so spannend. Gut. Dann gucken wir einmal hier rein. Die Beerengärten können wir mal da reinschmeißen. So. Also wie gesagt, diese 3 noch. Und dann habe ich eigentlich auch alle. So, die werde ich dann mit mir zu Hause am Haus. Warte, machen wir eben ein bisschen leiser hier. Die werde ich dann bei mir zu Hause am Haus hinsetzen und hoffen, dass sie sich wild vermehren. Das soll wohl relativ lange dauern. Aber gut, ich habe ja Zeit, ne? Ich habe ja jetzt meine Sojabohnen, weswegen ich eigentlich losgelaufen bin. So. Ne, das wollen wir nicht aufheben. Na, ja, toll. So. Dann gucken wir mal weiter hier. Ich achte jetzt eigentlich auf nicht mehr so viele Sachen. Außer auf diesen einen. Wie heißt der jetzt? Hier, tropischer Garten. So, wie gesagt, der Pilzgarten ist eigentlich relativ häufig. Nur halt dieser tropische. Wie der Name auch schon sagt, wächst er vorwiegend in Tropenbiomen.
Hier ist noch ein Stoffgarten. Nehmen wir auch nochmal mit. Den nehmen wir auch mit. Zack, können wir schön zu Hause einsetzen. Gut. Ja, in diesen Urwaldbiomen wächst da vorwiegend. Wir müssen mal eben gerade gucken. Ja, alles klar. Und da die... Also die wachsen halt immer am Boden. Und... Aber Stoffgarten ist aber echt... Gibt's aber sehr oft. Die wachsen immer am Boden und in den Tropenbiomen ist ja sehr viel... Oh, großer Fang. Den nehmen wir mit. Da ist immer sehr viel Laub am Boden und daher kann man die recht schwierig sehen. So, und ich habe immer noch diesen komischen Grafikbug. Ich habe das Gefühl, das liegt an meinem Grafikkartentreiber. Wenn ich nämlich hier auf den Boden schlage... Na, jetzt nicht. Meistens, wenn ich auf den Boden schlage. So, warte mal. Dann gehen wir eben eine Runde pennen. So. Entschuldigung. Gut. Also wie gesagt, die sind in den Tropenbiomen. Nehmen wir noch ein paar große Farne mit. So, was haben wir? Hier sind noch mehr große Farne. Immer wenn ich einen Farn zerschlage, ne? Zack. Dann kommt das. Oh, was ist denn hier? Was ist denn? Ich ganz kurz hier noch schnell die Fahne mitnehmen. Die Fahnen. Oh, was ist denn? Can you help me? Air me. Was? Hallo, jemand zu Hause? Ich darf noch mal ein bisschen fahren. Fuchs hier, brauchen wir nicht. Was ist hier? Ja, Bambusblätter. Brauchen wir auch nicht. Bienenhaus. Das würde ich aber ganz gerne mal mitnehmen, ne? Dann werfen wir die Axt hier. Zack. Bienenhaus. Oh, Wachswabe. Sehr schön. Und eine Bienenkönigin. Oh, das ist ja schön. Dann müssen wir eben ganz kurz hier ein paar Sachen eben weg. Bienenkönigin, zack. Jute. Boah, so viel Jute schon wieder. Simpel. Weg damit. Ciao. So, wo hat er denn seine Tür hier? Ach da. Oh, Grafikfehler. Ich kann sehen, was du da unten gebaut hast. Haha. Can you help me? Was will er denn? Hä? Diamantmesser. Oh. Höllenofen? Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Tja. Fabrikblock. Okay. Ofen. Schneidbrett. Presse. Was hat er denn so alles drin hier? Honig? Oder? Royal Jelly? Oh, hört sich ja gut an. Bienenmade? Komm, nehmen wir mit. Eisenschaufel? Na, komm.
Die lasse ich dir mal. Ein Strawbett. Du kannst nur nachts schlafen. Warte mal, was ist denn hier? Lohnt sich das mitzunehmen? Fresse. Dafür brauchen wir Eisenbarren und einen Kolben. Kolben machen wir aus Redstone, Stein, Holz. Und irgendein anderen Holz. Okay, das ist jetzt nicht so schwierig herzustellen. Gut, das brauchen wir schon mal nicht klauen. Ein Schneidbrett. Ein Schneid abkaufen, Schneidbrett. Das machen wir aus Eisen, Stock und Holz. Gut, das ist jetzt auch nicht. Das ist auch kein Hexenwerk, ne? Ein Ofen. Wird jetzt wohl auch nicht so schwierig sein. Schätze ich mal. Da, der Ofen. Eisenbarren. Eisengitter. Und einen normalen Ofen. Eisengitter machen wir aus Eisen. Okay, das kriegen wir auch alles hin, ne? Aber was hat er da unten gebaut? Purpurner Fantasieblock? Erde? Erde? Ich würde da jetzt schon gerne mal gucken, ne? Grundstein. Okay. Ist Grundstein? Ist das das, was ich meine? Ist Grundstein das, was ich meine? Grundstein. Gut. Also Fabrikblock. Oh, ey. Dein Ernst? So. Na komm, dann. Das ist schon irgendwie. Ah, jetzt geht's. Hä? So, dann wollen wir einmal ganz kurz gucken, ob wir ihm ein bisschen helfen können hier, ne? Rucksack. Er will Holz. Ah, ich hab da schon einen Kolben. Da ist noch ein Kolben. So, wo haben wir Holz? Holz, Holz, Holz. Hier nicht. Hier haben wir auch kein Holz. Hier haben wir Holz. Nimmst du auch Holz? Nö. Er nimmt kein Holz. Okay. Dann machen wir mal eben einmal nicht die Tür zu. Ach, guck mal, das ist sogar ganz in der Nähe vom Haus hier. So, dann nehmen wir einmal hier. Machen wir das so. Und dann nehmen wir das hier.
und nennen das der Imker. So. Gut, haben wir den Imker auch im Plan markiert. Ja, die Axt nehmen wir wieder dahin. Nur einmal hier den Futtersack auf, da kommt das rein. Dann kommt. Komm, mach doch alles jetzt hier. Zack. Honig. Zack. Mach mal alles rein hier. Bienenmade. Das, das. Zack. Zack, zack. So, gut. Dann geht's weiter Richtung Heimat. Dann wird mal eben hier. Müssen wir uns etwas mehr rechts halten. Bärengarten mitnehmen hier. Oh, so ein tropischer Garten wäre jetzt echt nice. Da würde ich mich, glaube ich, total darüber freuen.